Odin. Oran buli mi di mi kanesteri rakse. Diese Blasphemie muss gesühnt werden. Das ganze Blut kann nicht von einer Katze stammen. Ich weiß immer noch nicht, was hier passiert ist. Ich gehe der Sache auf den Grund. Blutige Fußspuren, die nach Norden führen. Ein römischer Soldat, tot. Nur eine Wunde. Er ist verblutet. Neck! Der Römer hat die Katze angegriffen. Der Täter wollte sie beschützen. Die Spur führt nach Norden. Ich sollte ihr folgen. Die Ägypter sind schon bis aufs Blut gereizt. Ich muss den Täter finden. Die Blutspur endet. Der Täter muss in der Nähe sein. Deine Katze ist nicht meine. Alle Katzen gehören nur Bastet. Ich bin nur ihr Werkzeug. Beschütze sie vor dem römischen Abschaum. Du hast einen Römer ermordet, weil er Katzen tötet? Das gibt einen Aufstand in Alexandria. Bastet selbst nahm Rache durch meine Hand. Ich bin nur ihr Diener. Ich kenne jemanden, der deine Hingabe zu schätzen wüsste. Es wäre das Beste, wenn du Bastet in ihrem Tempel in Bubastis dienst. Ich diene Bastet schon mein gesamtes Leben. Es wäre mir eine Ehre, mehr für sie zu tun. Geh vor, Bruder. Wir sollten besser leise sein. Wir brauchen keine Aufmerksamkeit. Ich kenne den Weg. Lass uns fliegen. So komme ich der Göttin schneller näher. Morias Palaske, Vasmata, du da bist. Hey, was? Was? Gib den Weg frei. Den Schlitzmeister! Beweis mir, dass du nicht feige bist. Nutzlos! Römische Soldaten.
fürchten sich vor unseren kleinen süßen Kätzchen. Kannst du nicht den Mund halten? Wo waren die? Weiter. Was wolltest du sagen? Römische Katzen treten. Wo waren die? Geh zum Tempel der Bastet. Aber bitte sag der Priesterin nicht meinen Namen. Das könnte ich, Magi. Aber überleg nur, was die Rückkehr des großen Kriegers Khalid in Alexandria bewirken könnte. Ich glaube, die Götter haben anderes mit dir vor. Wenn die Götter es so wollen, wird es so sein. Gute Reise, Magi. Möge Bastet über dich wachen.